Hallo ihr Lieben, ja, da bin ich mal wieder. Wie versprochen, ich wollte euch ja von Bo Bunny Ephemera das Set zeigen. Ich hatte es schon ausgepackt, ich war ja neugierig, aber ich wollte es euch auch eben nochmal zeigen. Hier fällt mir schon ein paar Kleinigkeiten raus. So. Also hier sind... ob ich die jetzt hier alle so raufkriege. Die fliegen hier nämlich überall und nirgends drin rum. Moment. Der will nicht. Also hier sind ein paar Knöpfe drin. Diese kleinen Strasssteinchen und die zwei Brads. Dann ist hier einmal lose so ein dunkelblaues Band drin. Dann von Bo Bunny dieses braune Band. Einmal etwas größer und kleiner und mit größeren Punkten und kleineren Punkten. Ja. Dann ist hier so ein Stück Papier drin. Englisch und eben halt, wie soll ich sagen, aus einem Wörterbuch, wollte ich gerade sagen. Ja, auf alle Fälle ein so ein Blatt Papier. Dann sind hier so Ausstanzungen drin. Jede Menge Pfeile und Sternchen. Ich habe überhaupt noch keine Ahnung, was ich damit anfangen kann. Aber ich lasse mich ja mal gerne inspirieren und schaue mal. Vielleicht hat ja auch irgendjemand eine Idee. Ich bin für fast alles offen. Ah, da fallen noch zwei Knöpfe raus. Dann sind hier einmal so kleine Text drin, die sind auch selbstklebend. Gehe ich mal von aus. Oh, noch ein Knopf. Ja, die sind selbstklebend. So kleine Embellies. Dann ist hier noch eine Büroklammer. Und ja, die sind alle in 3D. Sehr, sehr schön verarbeitet, muss ich ehrlich sagen. Der Schlüssel ist auch echt traumhaft. Also hier sind echt schöne Sachen bei. Dann ist das hier alles festgemacht mit Büroklammern. Ne? Dann sind hier noch zwei Blüten drin. Eine wunderschöne Farbe, finde ich. Beiden. Dann den muss ich mal ganz vorsichtig abmachen hier. Der mit einer Büroklammer festgemacht. Das sind Brads. Die sind auch total schön hier funkeln und ja. Dann zwei Spielkarten. Dann gehe ich mal davon aus, dass das Ribbons sind. Sage ich jetzt einfach mal so, weil es steht da auch nirgendwo mit bei. Ich habe mit diesen auch noch überhaupt noch nicht gearbeitet. Da ist übrigens noch ein Knopf. Sieht noch einer versteckt. Verzeihung. Ach, der klebt hier so drauf. Mal gucken, ob ich damit was anfangen kann. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Papier. Das ist... Moment. 7,5 mal 15. Verschiedene Papiere, die sind auch beidseitig. Mal dieses
dann das Ganze in grün. Das ist schön, das Motiv. Das ist richtig schön. Da werde ich die Seite hier benutzen. Dann einmal hier. Das ist auch wieder traumhaft. Wie schön das zusammenpasst. Ja. Dann einmal hier die Uhren. Von der Rückseite so. Und hier, ich würde mal behaupten, eine Tür. Dann hier das Blaue. Da finde ich die Seite ja wieder wesentlich schöner. Dann mit Bäumchen und Blätter. Und oh, der ist auch traumhaft. Ja, das ist so eine Seite, wo ich, ich glaube, ich werde die Seite hier benutzen. Welche man benutzen soll. Das ist leider manchmal das Traurige bei Doppelseitigen. Sind beide Seiten, beide Motive schön und man weiß nicht, welche Seite man benutzen soll. Und dann sind hier einfach noch einmal noch mal größere drin. Das sind ja, das sind die gleichen wie von den kleinen und die dürften 23 mal 15 sind die. Ja, brauche ich euch ja eigentlich nicht nochmal zu zeigen. Die sind, wie gesagt, gleich wie die kleinen Stücke. Das finde ich schon mal sehr gut, weil dann passt das. Und dann kann man eventuell eine Seite doch nochmal doppelt benutzen oder beidseitig benutzen halt. Ja, das ist dieses kleine Set von Bobani. Ich werde euch das unten nochmal verlinken, weil vielleicht findet das ja irgendjemand ganz klasse. Und ja, dann, ich habe gefragt, auch wenn weil ich ja jetzt noch mit blogge bei Paper Basics, darf ich meine Sachen auch schon vorher zeigen und meinen lieben Zuschauern zeige ich euch das heute schon mal, was ich gewerkelt habe. Also jeden Montag auf dem Blog von Paper Basics kommt praktisch mein Beitrag und ja, ich hole es mal eben runter. Ich habe ein Regal gebastelt. Ja, ich werde mal irgendwie versuchen. Moment. Ich glaube, ich nehme euch mal eben runter. So. Das ist ein Regal von Action. Das habe ich selber zusammengebaut eben halt. Und ich muss euch sagen, also ich bin da nicht wirklich von begeistert. Ob das alles so wirklich zusammenpasst, ist eine zweite Sache und ja, aber ich habe es zusammengekriegt. Ja, immer noch mal eben so in groß. Ich habe es übrigens auch schon an der Wand hängen. Ich habe Papier benutzt aus dem Paket, was ich bekommen habe. Dann habe ich hier unten das Baker's Twine benutzt. Oben auch noch und die kleinen Klammern. Was habe ich denn noch benutzt? Ah, den Stempel habe ich noch benutzt. Ja, ich zeige euch das mal von unten. Ich habe hier selbst gesammelte Muscheln draufgeklebt mit der Heißpistole und in die einzelnen eben halt noch ein paar Perlen rein. Dann habe ich hier, wie ihr mich ja mal kennt, ein bisschen Gedöns dran gemacht. Passend halt zum Thema Maritim. Habe ich hier eine Klammer festgemacht. Dann, das stammt aus dem einen Papier, was ich benutzt habe. Genauso wie die ganzen anderen Papiere hier.
verlinke ich euch auch gerne, was das für ein Blatt war. Habe ich hier unten noch einen kleinen, ist das ein Seestern? Ja, reingeklebt. Dieses hier, dieses Papier hier, war in der Verpackung vom Regal dabei. Das ist hier an den Seiten auch von innen. Ja, und dann habe ich hier eben noch ein paar Wäscheklammern dran geklebt, die auch mit in meinem Päckchen waren, um Notizen oder sowas ranzupacken. Und ja, und hier oben habe ich noch zwei kleine Tags gemacht. Die kann man dann noch weiter benutzen oder eben halt drauf stehen lassen, so als Deko. Ja, hier unten seht ihr, ist noch das Papier. Und an der Seite habe ich das Ganze so gemacht. Da ist auch noch mal ein Stück von dem Papier. Und auf dieser Seite ist nichts. Ja, dann habe ich eben halt hier diese Briefmarkenstanze benutzt, die ich hier noch zu Hause habe. Hier ist eben halt ein bisschen Strand. Und oben ist Strand mit Meer. Dann habe ich hier einen von den tollen Stempeln benutzt. Der passte ja auch wunderbar dazu. Ja, das ist mein erster Beitrag. Und soviel ich weiß, sind sie auch meine Chefin, auch begeistert davon. Was mich natürlich freut. Ich hänge euch mal eben wieder auf. So. Moment. So. Ja, ich werde euch die Sachen auch verlinken, die ich benutzt habe. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüssi! Und noch einen schönen Samstag bzw. Wochenende.